when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hallo, heute nur mal ein kurzes Video zum Thema Sozialhilfe und Hartz-IV-Empfänger. Neuerdings ist mir öfter mal zu Ohren gekommen, dass einige Menschen Hartz-IV-Empfänger und Sozialhilfe-Empfänger wohl scheinbar als faul ansehen, wenn sie nicht das machen, also wenn sie nicht halt unter Zwang irgendwo arbeiten oder wenn sie, wenn sie keinen Job haben. Ne? Also das schon mal zum einen. Fast kein Hartz-IV-Empfänger ist freiwillig arbeitslos. Fast kein Sozialhilfeempfänger arbeitet nicht, weil er zu faul ist. Ja, es gibt nur sehr wenige, die tatsächlich zu faul sind und sich da durchmogeln wollen. Ja? Und selbst bei denen wäre es vielleicht sogar möglich, die in Arbeit zu bekommen, wenn man ihnen ein attraktives Arbeitsangebot macht und sie auch freundlich behandelt auf der Arbeit und nicht mobbt. Und jetzt erzähle ich euch mal, wie ich dazu gekommen bin, Hartz-IV-Empfänger zu werden. Und zwar, ich habe mit 18,5 einen Unfall gehabt. Und ja, also einen Autounfall im Winter bei Glatteis. Ich hatte wenig Fahrerfahrung und habe einen Fahrfehler gemacht. Ich habe in einer Linkskurve gebremst. Dadurch ist mein Heck ausgebrochen und ich bin nach der Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite geschlittert und mein Auto ist einfach, hat sich quergestellt und ist schräg weitergerutscht. Ich konnte nichts mehr machen und es ging auch viel zu schnell, um irgendwie zu reagieren. Ich bin in ein anderes Auto reingerutscht und da ist eine alte Frau in dem anderen Auto als Beifahrerin gewesen und die, ja, der Gurt hat scheinbar nicht richtig funktioniert. Die ist vorne aufs Armaturenbrett geknallt und ist noch an der Unfallstelle verstorben. Ich wurde natürlich als mitschuldig auch verknackt dafür. Fahrlässige Tötung, 2 Jahre auf Bewährung und den Führerschein 1 Jahr weg. Den habe ich allerdings noch freiwillig an der Unfallstelle abgegeben, weil ich so geschockt war. Ja. Und ich wusste, dass die Frau stirbt und also in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass da eine alte Frau verletzt wurde, wusste ich sofort, dass sie stirbt. Ich habe mit 18 schon angefangen zu meditieren und auch Jahre vorher schon geistige Erfahrungen gehabt und habe das sofort intuitiv auch gewusst und ich konnte nur noch zu ihr sagen, dass es mir leid tut und dass ich nicht wollte, dass ihr das passiert und hab ihr halt am Ende noch geistig einen guten Übergang gewünscht und für sie gebetet, dass sie halt von ihren Engeln mitgenommen wird, auf der anderen Seite empfangen wird und mitgenommen wird. Naja, auf jeden Fall war das schon eine heftige Erfahrung, aber ich habe trotzdem nicht mich hängen lassen danach. Ich habe versucht sogar weiterzuarbeiten, ich habe ja eine Lehre als Schmied gemacht. Und ja, in dieser Lehre hatte ich aber ein sehr, sehr ungemütliches Arbeitsumfeld, was vor dem Unfall ja gerade so erträglich war. Also man konnte damit irgendwie umgehen. Aber nach dem Unfall war ich psychisch so instabil, ich konnte da nicht mehr weiterarbeiten. Und ich habe einfach die Kraft auch nicht mehr gehabt. Und ich hatte natürlich auch kein Auto mehr und keinen Führerschein. Das heißt, ich konnte da auch nicht hinfahren und ich habe da in der Nähe auch keine Wohnung gefunden. Und das alles hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, es geht nicht und habe dann aufgehört. Bin zum Arzt gegangen und habe mir bescheinigen lassen, was ich sowieso schon hatte, eben Probleme mit der Lunge wegen dem vielen Staub und den Dämpfen. Mein Chef hat mir ja nicht erlaubt, den ganzen Tag so eine Maske zu tragen beim Flexen. Deswegen hatte ich halt auch regelmäßig richtig dunklen Auswurf vom
Latexstaub, den ich eingeatmet habe und so weiter. Ja, Metallstaub und so weiter. Aber das fand ich alles, wie gesagt, nicht so schlimm. Ich habe ja auch geraucht, bis ich 18 war. Habe dann aufgehört und auch aufgehört zu kiffen damals. Und ja, ich konnte damit halt, wie gesagt, umgehen. Aber nach dem Unfall war es unmöglich. Und ich habe aber mich nicht auf die faule Haut gelegt, sondern ich bin zum Arbeitsamt gegangen, habe den Antrag gemacht auf Unterstützung und habe damals das erste Mal Hartz IV kennengelernt sozusagen. Und naja, dann habe ich auch gesagt, ich möchte ja nicht nur auf der Tasche liegen, also gib mir einen 1-Euro-Job. Das war ja damals noch gang und gäbe, dass man einen 1-Euro-Job dann gemacht hat. Und ja, bin ich auch direkt da arbeiten gegangen. Allerdings habe ich da auch nur Mobbing erlebt auf der Arbeit. Es war echt furchtbar. Also eigentlich, Menschen sind einfach grausam. Ja, also braucht man überhaupt nicht zu diskutieren. Menschen sind scheiße. Aber abgesehen davon, ich habe das trotzdem durchgezogen. Das ging dann so weit, dass der eine Typ, weil es ihm nicht mehr gereicht hat, mich zu mobben, und er gemerkt hat, dass er mich nicht klein kriegt mit seinem Mobbing, wollte der mich dann verprügeln, hat auch einmal nach mir geschlagen. Und dann musste ich halt quasi zwangsbeurlaubt werden oder versetzt werden in ein anderes Team dann ein paar Tage später. Ja, und das war halt alles gar nicht so lustig, aber ich habe mir dann was Neues überlegt und habe damals dann Physiotherapie als Ausbildung angefangen. Das ging auch ganz gut. Mein Vater hat damals noch gesagt, mach lieber noch ein Jahr Pause und versuch deine Psyche in Ordnung zu bringen. Ich bin nach dem Unfall übrigens direkt auch in klinische Behandlung gegangen, in der Hoffnung, dass ich da eben, sag ich mal, dass ich das verarbeiten kann besser. Aber das dauert halt länger, man kann das nicht innerhalb von 3 Monaten einfach mal wegstecken. Das macht niemand. Auch nicht mit anderen Sachen, und deswegen ist es halt so. Deswegen bin ich auch so gegen den Dritten Weltkrieg, weil ich der Meinung bin, dass eine erneute, ja, absolut traumatisierte Generation, die durch Krieg total zerrüttet wird, sicherlich nichts Besseres bringt als das, was wir bisher hier hatten. Und wir brauchen aber dringend was wesentlich Besseres als das, was wir bisher hier hatten, weil wir unseren Planeten gerade zugrunde richten. Naja, aber das nur mal am Rande. So, der Punkt ist, aufgrund der psychischen Krankheit konnte ich meine Ausbildung insgesamt nicht abschließen. Ich hätte es beinahe geschafft, allerdings war mein Vater am Ende der Meinung, ich wäre nicht fähig dazu, das Examen zu machen, und hat mich dann quasi im Prinzip ein bisschen verarscht und dann zwangseingewiesen 3 Tage. Daraufhin habe ich mein Examenspraktikum verloren. Ich war nur 3 Tage drin, weil die konnten nur eine leichte Depression feststellen, und deswegen war halt auch nichts Schlimmes. Ja, ich habe die ganz, ganz gut bearbeitet und habe denen auch ein bisschen gezeigt, wie man Patienten heilt, weil die es selber scheinbar nicht auf die Reihe gekriegt haben. Tatsächlich, ich habe sogar einen Patienten wirklich geheilt von seinen Halluzinationen, in denen ich ihm gesagt habe, wie er damit umgehen soll, und das hat funktioniert. Ja, der hat mir das dann 2 Tage später bestätigt, am Tag, wo ich abgereist bin. Und ja, auf jeden Fall hätte ich das Examen schon packen können, aber wie gesagt, ich hatte mein Examenspraktikum nicht, und das hat mich dann aber so fertig gemacht, dass ich in dem Jahr mein Examen nicht gepackt habe, dass ich dann obdachlos geworden, also mich fallen lassen habe, also mich auch einfach, ich konnte nicht mehr. Also eigentlich wollte ich mein Examen machen und dann erstmal nochmal in psychologische Behandlung und danach dann mir in Ruhe eine Stelle suchen. Und das hat nicht funktioniert. Also, ja, bringt ja nichts. Fakt ist, ich habe es halt nicht gemacht. Und danach habe ich durch, ja,
wurde es immer schlimmer auch. Mein psychischer Zustand hat sich nicht gerade verbessert dadurch. Und ich habe halt jahrelang, bin Jahre zurückgeworfen worden. Und das ist alles halt nicht freiwillig. Es kam auch keiner zu mir und hat mir irgendeinen guten Job angeboten. Also hat es halt entsprechend sehr lange gedauert, bis ich Arbeit gefunden habe. Und ich finde es unverschämt, dass Leute sagen, ja, die AfD und die Pegida wird dich zur Arbeit zwingen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wenn nicht oder wenn ihr Kritik habt, schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung würde ich auch gern hören. Und ja, macht's gut, bis bald. You are